Schönen guten Abend. Es ist Ihnen nicht ganz gelungen, das Thema Paulskirche über Mitternacht zu schieben. Und das freut mich. Die Vorlage kam vor 2 oder 3 Tagen in der Post. Eine Sache, die von so großer historischer Bedeutung ist und 3,5 Millionen kostet und so ausführlich begründet wird, dass man die nicht in den Ausschüssen haben will, ist doch ein bisschen merkwürdig. Also zum Thema Demokratie ist das kein gutes Beispiel. Solche Überrumpelungsvortragen dann über außerordentliche Verfahren, über einen Ältestenausschuss dann hier auf die Tagesordnung zu kippen. Zum Antrag selbst, zur M-Vorlage und warum wir sie ablehnen. Das eine ist erstmal der Vortrag selber, der Inhalt ist die Geldverteilung, wer alles beteiligt ist, muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie wissen das, 3,5 Millionen. Interessant wird es bei der Begründung für das Ganze. Da ist, ich stutze ja schon immer, wenn ich das Wort freiheitlich lese statt frei, wenn man Worte so verhunzen muss, aber egal, das ist eine andere Diskussion. In diesem Antrag wird vollkommen klar, dass ein historisches Ereignis, das unbestritten Folgen hatte, das unbestritten von einiger Bedeutung war, mystifiziert werden soll zum Vorteil des Images der Stadt Frankfurt. Und wie Sie das machen, zeigen Sie in dem, was Sie schreiben, und Sie zeigen das auch vor allem in dem, was Sie auslassen. Diese internationale Demokratiewoche. Und dann ist so verräterisch, die Imagegeschichte rutscht schon in einem der ersten Absätze raus. Das Vorgehen hat sich bei vergleichbaren Großereignissen, und dann kommt als Vergleichsbeispiel die Frankfurter Altstadt. Das heißt, diese Kunstwelt Disneyland wird verglichen mit etwas, was Sie aufblasen wollen, zu einem so zentralen Ereignis, dass es die ganze Bedeutung der Stadt Frankfurt in Zukunft ausmachen wird, in alle Welt und möglichst viele Touristen anziehen soll. Die Wiege der Demokratie. Es schwülstet sich nur so über die Seiten. Und dann sind so ein paar Ausrutscher drin. Eigentlich sagen Sie ja, das soll für alle interessant sein, dann sagen Sie aber ein breites Spektrum der Frankfurter, aber auch der deutschen Bevölkerung soll interessiert werden. Warum nicht der Menschen in Deutschland? Warum muss die deutsche Bevölkerung sein? Muss man dann einen Pass vorzeigen? Wen meinen Sie eigentlich? Warum schränken Sie ein? Was rutscht Ihnen da durch die mangelnde Wahrnehmung? Dann gibt es natürlich große Bühnen und dann gibt es Feierlichkeiten, es wird alles auf und dann gibt es einen großen Preis, ich sage jetzt schon voraus, der europäische Paulskirchenpreis, der dann am 21.05. vergeben werden soll. Es würde mich wahnsinnig wundern, wenn der oder die Preisträgerin nicht irgendeiner der Koalitionsparteien doch ziemlich nahestehen würde. Also es ist ein Fest für sich selbst, ein Fest für die, und die anderen lockt man, indem man ordentlich viel zu trinken und zu essen und Musik und alle möglichen Formen der Unterhaltung. Ihre Unterhaltung, Frau Busch, ist gerade ein bisschen zu laut. Was bei dem Geld natürlich überhaupt sozusagen auch hinter den Kulissen zu hören ist, wie viele Jobs für junge Leute, die auch Parteien nahestehen, da geschaffen wurden. Das ist ja sehr nett und freut mich für diese jungen Leute. Ich will ja auch nicht, dass die alle arbeitslos sind. Das Beste im ganzen Antrag, bevor ich noch ein paar bewertende Sätze sage, ist, wie viele Straßen dann plötzlich dicht gemacht werden können, wegen der Feierlichkeiten. Römerberg, Paulsplatz, Weckmark, Hühnermarkt, Domplatz, Mainkai mit Uferfläche, Braubachstraße, Bethmannstraße, Buchgasse, Alte Mainzer Gasse und was nicht alles noch gesperrt wird. Ganz wunderbar, wie einfach das plötzlich geht. So, was überhaupt nicht in diesem Konzept vorkommt, ist, dass Geschichte die Geschichte von sozialen Kämpfen oder, wie Marx sagt, von Klassenkämpfen ist. Es gibt bei der Aufzählung dessen, was man inhaltlich tun will, überhaupt keine Erwähnung sozialer Kämpfe. Es gibt keine Erwähnung des Antisemitismus jener Zeit. Ich meine, von diesen 809 Abgeordneten waren 7 Personen jüdisch. Boah, wahnsinnig viel. Es gibt keine Andeutung, wie hart überhaupt dieser Zustand bürgerlichen Revolutionsversuches erkämpft werden musste, übrigens auch von Arbeiterbewegung und von den proletarischen Massen und von Frauen. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sich auseinandergesetzt werden soll anschließend mit der Niederschlagung dieser Revolution, die ja auch dann deswegen gescheitert, unter anderem auch deswegen gescheitert,
weil bei dieser Versammlung solche Weicheier unter den Liberalen waren, die sich eine Demokratie ohne Monarchen überhaupt nicht vorstellen können, allen voran die Liberalen. Und Herrn Pürsün kann ich mir wunderbar in der Rolle deswegen vorstellen, ja, lass uns ein bisschen Demokratie machen, aber obendrauf, es gibt umso Typen wie Sie. Obendrauf muss ein Kaiser sein und dem tragen wir dann die Oberaufsicht unserer Demokratie an. Und doof, dann hat er abgelehnt und dann bricht alles zusammen und die schlagenden Truppen und Soldaten kommen und jagen diejenigen, die das mit der Demokratie ernst gemeint haben, auch noch über die Landesgrenzen. Wie lange Frauen durften nicht teilnehmen. Auch das ist überhaupt nirgendwo ein Thema in den Stichworten zum Inhalt. Luise Jakob schrieb 1849, wo sie das folgten, meinen, da zählen sie die Frauen nicht mit. Nur volljährige, selbstständige, also besitzende Männer, also keine Arbeiter, keine Gesellen, keine Lehrlinge, keine kleinen Kaufleute, keine Tagelöhnerin, niemand durfte dabei sein, sondern eine ganz bestimmte Gesellschaftsschicht. Und natürlich hat der aus ihrem Blickwinkel auf die Verhältnisse das versucht, was sie tun, und sich dann gleich noch dem Kaiser unterworfen, wo es doch in anderen Ländern inzwischen, die etwas demokratisch weiterentwickelt waren, schon den Gedanken der Republik gab, sogar ohne Kaiser oder König. Ganz großartig. Die Folgen dieser Paulskirchen-Nationalversammlung, der ich ja nicht alle guten Absichten abspreche und auch ihre Bedeutung für die Folgen nicht, aber wir dürfen doch die Folgen nicht abwehren. Die Umsetzung nach dem Scheitern, also sozusagen die Reichsgründung, die Nationenstiftung des deutschen Kaiserreichs, geschah dann über einen Krieg auf dem Schlachtfeld Frankreich, auf dem Blut anderer Menschen, die man zuvor über deren Führung in einen Krieg gelockt hat. Man muss sich die Geschichte mit Bismarck und der Emser-Depesche einfach mal reinziehen. Und dann wird diese Nation auch noch auf dem Boden einer anderen Nation, die man so hasst und die man als Erbfeind hochstilisiert und die man in Konkurrenz sieht, weil sie so früh schon revolutionäre Gedanken hatte, dass auch noch 1871 nach der Pariser Kommune die deutsche Grenze zu Frankreich geschlossen wird, damit ja kein revolutionärer Gedanke im Kopf eines fliehenden Menschen aus Paris oder anderen Städten auf deutschen Boden gerät. Das sind die Folgen. So ein Reich entsteht dann 25 Jahre später mit allem, was dann kommt, was wir bei einer anderen Gelegenheit mal besprechen können. Sie haben also den Antisemitismus nicht drin, Sie haben die Frauen nicht drin, Sie haben die sozialen Kämpfe nicht mit drin. Ganz sozusagen auf den Zeitgeist bezogen gibt es so einen hübschen Punkt wie postkoloniale Bezüge der Demokratiegeschichte. Aber außer der brandenburgischen Sklaverei im 17. Jahrhundert gab es noch gar keine deutschen Kolonien. Also das ist dann so modisch hingedrechselt, dass man die Absicht merkt und verstimmt ist. Und ansonsten viel Spaß bei der ganzen Chose.